Hi, ich habe euch für heute mal einen Brief geschrieben, den ich euch zu Anfang vorlesen möchte. Liebe Gemeinde und Freunde der EFT, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit großer Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun isoliert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr euch alle an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an seiner Gnade, die wir alle erleben dürfen. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht eine tiefe Liebe zu euch steht, eine Liebe, die Jesus Christus selbst in mir bewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass ihr eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines und gutes Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist. Alles zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Euer Silvanus, beziehungsweise Philippa 1, die Verse 7 bis 11. Wir können uns alle sehr gut identifizieren mit dem, was Paulus im heutigen Text schreibt. Heute ist Sonntag, heute wäre auch ein Bistro-Sonntag. Normalerweise wärt ihr jetzt alle hier, wir hätten gute Gemeinschaft, da drüben würde gutes Essen ausgegeben werden, wir hätten gerade einen guten Gottesdienst hinter uns, hätten Gott gelobt, draußen oder im Toberaum wären die Kinder am Spielen, aber im Moment leben wir in der Isolation. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, allein zu sein. Wenn wir uns treffen, wenn wir das Glück im Leben miteinander teilen, wenn wir auch die Herausforderungen miteinander teilen, wenn wir auch Anteil nehmen an dem, was manchmal nicht so einfach ist im Leben, erst dann finden wir wirklich zu einer Fülle, zu einem Frieden und zur Ermutigung, um dann wieder rauszugehen und uns dem Leben zu stellen. Paulus hat das erkannt, dass Gott diese Sehnsucht in die Natur des Menschen implementiert hat. Und Paulus hat auch erkannt, dass die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Jesus Christus, dass sie am besten zu leben ist in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Erst in der Gemeinschaft mit anderen Christen können wir diese Fülle wirklich erleben und finden und genießen, die Gott sich für unser Leben gedacht hat. Und in den Versen 9 bis 11 spricht Paulus dann darüber, was er auch in der Entfernung für seine Gemeinde tun kann. Er sagt, er betet für sie. Und ich denke, das ist etwas, das wir jetzt auch füreinander tun können. Wir können füreinander beten, wir können für die anderen in der Gemeinde beten. Und was ist der Inhalt des Gebetes? Was sind die Bitten, die Paulus für seine Gemeinde an Gott richtet? Er bittet Gott darum, dass die Gemeinde wächst in der Erkenntnis der Liebe Gottes. Dass die Gemeinde mehr und mehr erkennt, wie liebevoll Gott mit ihnen umgeht, was Gott schon in ihrem Leben getan hat, dass sie erkennen, welche guten Pläne Gott für ihr Leben hat, dass sie Gottes Sein mehr und mehr erkennen, dass sie seine Schönheit mehr und mehr verstehen und erkennen. Ich denke, das ist ein so gutes Gebet und das können wir auch immer wieder sprechen. Und ich glaube, wenn das geschieht, wenn wir Gottes Liebe mehr und mehr erkennen, dann wird auch Frucht entstehen in unserem Leben. Ein Obstbauer, der sät die Saat und dann gibt er sich viel Mühe, diesen Obstbaum, der da entsteht, täglich zu gießen, ihn zu pflegen, dass da wirklich Frucht entsteht am Ende. Und wenn er das tut, dann wird dieser Obstbaum wachsen, er wird an Stärke zunehmen und er wird am Ende gute Frucht bringen. Ich denke, genau dasselbe kann auch in unserem Leben geschehen. Wenn wir in gutem Nährboden gesät sind, wenn wir uns sehen lassen in dem Wort Gottes, in der Wahrheit, die Gott für unser Leben hat. Wir können uns regelmäßig jeden Tag mit Gottes lebendigem Wasser unseren Durst löschen lassen, mit seinem Wort, und wir können uns in sein Licht stellen, in das, was Jesus für uns getan hat und in seine Gegenwart. Und das Gute ist, dass wir uns dann sicher sein dürfen, dass die guten Resultate, dass der gute Effekt, dass die Frucht
und unserem Leben nicht ausbleiben wird. Ich freue mich riesig darauf, wenn wir uns hier wieder treffen dürfen, aber ich freue mich auch darauf, dass wir füreinander beten dürfen, dass wir auch im Gebet füreinander einstehen und dass wir auch in dieser Zeit Gottes Liebe mehr und mehr erkennen, verstehen, begreifen und genießen dürfen. Ich wünsche euch einen richtig guten Tag und bis morgen bei den Impulsen.